Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zur Sendung Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Heute spreche ich mit Herrn Dr. Wolfgang Guthart. Herr Guthart ist der Geschäftsführer des Pheno in Wolfsburg. Und über dieses Pheno, meine Damen und Herren, möchte ich mit Herrn Guthart sprechen. Herr Guthart, ich möchte Sie bitten, dass Sie uns erstmal Ihren Werdegang schildern. Geburt, Schule und Studium. Ich bin geboren 1951 in Hannover-Schmünden, also vom Städtebild her genau das Gegenteil von Wolfsburg. Habe studiert auf Lehramt, bin dann aber in die Erwachsenenbildung gegangen, war Volkshochschulleiter und bin dann über die Erwachsenenbildung, über die kommunale Kulturarbeit insbesondere nach Wolfsburg gekommen. Was ist gut an Wolfsburg? Was fasziniert Sie? Wolfsburg ist eine dynamische Stadt, eine kraftvolle Stadt und ich weiß noch genau, wie ich im Zuge der Bewerbung vor vielen, vielen Jahren da am Planetarium, am Theater stand und gar nicht fassen konnte, dass so eine Stadt wie Wolfsburg so viele kulturelle Einrichtungen hatte. Ich spürte aber auch, da ist noch mehr drin, da muss noch mehr kommen und vielleicht brauchen die jemanden, der Ideen hat. Gut. Und das sollte dann auch so sein. Sehr gut. Ja. Wer hatte eigentlich diese Idee zum Pheno? Wie ist sie entstanden und was bedeutet der Name Pheno? Ja, also eine Idee war es tatsächlich 98, 99. Da kannte man das, was wir davor hatten, noch ganz selten in Deutschland. Ich hatte gelesen über amerikanische Beispiele, auch über deutsche, besser gesagt ein Schweizer Beispiel. Bin dann hingefahren, habe mir das angeguckt, war begeistert. Und ich konnte es vortragen, selbst als Mitglied des Verwaltungsvorstandes, der Stadtverwaltung. Und ich weiß noch, wie die Kollegen sagen, der ist ja begeistert. Und das war dann der Auftakt, dass das weitergehen konnte, dass der Rat Beschlüsse gefasst hat darüber, der Rat der Stadt Wolfsburg als Bauherr. Ja. Und so ist es dann zustande gekommen. Und der Name Pheno, warum Pheno? Pheno ist die Kurzform von Phänomen. Phänomen, ja. Unser Geschäft ist es und soll es sein, die Phänomene, die Erscheinungsformen der Naturgesetze gut in Szene zu setzen, interessant für Besucher zu machen und sie so aufzubereiten, dass man mit ihnen umgehen kann. Ja, und daraus zu lernen. Um daraus zu lernen. Ja, warum hat man sich eigentlich für diese Architektin entschieden, Zara Hadid entschieden? Ja, das war schon ein Stück Ehrgeiz der Stadt, steckt da drin, denn Zara Hadid hatte schon viele erste Preise gewonnen rund um das Jahr 2000, als der Rat der Stadt für sie dann stimmte schließlich. Es hatte sich aber noch kein Bauherr so richtig getraut, ihre kühnen Entwürfe auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Da hat es viel Ärger gegeben, viele große Beleidigungen und so weiter. Die Stadt Wolfsburg war im Jahr 2000 und vorher in einer ganz neuen Situation. Es floss Gewerbesteuer. Die Autostadt auf der Seite von VW war herangewachsen. Die Leute, so war man sich im Klaren, die ihr Auto abholen würden in der Autostadt, würden mit dem Zug kommen, erstmal städtisches Terrain betreten. Und wie stellt sich dann eine Stadt dar? Da musste was geschehen. Und Wolfsburg war mit einem guten Leitbild gerüstet. Das Leitbild lautete in der Zusammenfassung Lust an Entdeckungen. Wolfsburg sieht sich gerne als avantgardistische, innovative zumindest Stadt. Und da passte das irgendwie ins Selbstverständnis auch herein und war auch ein Stück Herausforderung gegenüber der Autostadt auf Augenhöhe, die Stadt weiterzubringen. Mit dem Ensemble, in dem wir heute eben sind, das Kraftwerk der Produktionsanlagen, die Autostadt und wir. Ja, und so ist es nun aus diesen besonderen zeitlichen Umständen heraus möglich gewesen, das Projekt durchzusetzen. Und die Frau war sehr Die Frau Saadid war also, wie gesagt, noch nicht so richtig zum Bauen gekommen. Wir waren der erste große öffentliche Bauherr überhaupt. Dass auch uns die Unbillen des Baus ereilten, will ich an der Geschichte nochmal gerade erzählen. Im Jahr 2000, im Jahr des Ratsbeschlusses, schrieb die Wall Street Journal einen Artikel mit der Überschrift, einen Artikel über Zaha Hadid.
mit dem Titel To Build the Unbuildable. Die Frankfurter hat es abgeschrieben, das Unbaubare bauen. Also das war immer unsicher und wir haben uns, wie gesagt, oft daran erinnert, dass diese Artikel mal gekommen waren. Wir haben es aber durchgestanden, haben Lösungen immer wieder gefunden und nun funktioniert seit 6 Jahren. Wir wollten auch als Stadt so ein bisschen natürlich mit dabei sein, wenn Saadid ihren richtigen Durchbruch haben würde. Wir wollten nicht einen Norman Foster oder wen auch immer nehmen, der schon hunderte von Gebäuden unter seinem Namen laufen hat. Ja, ja, ja. Und so sind wir auch in der Tat mit nach vorne gekommen. 2004 bekam Zaha Hadid den Pritzker-Preis, das ist sowas wie den Nobelpreis der Architekten. Und bis nach der Errichtung unseres Gebäudes gab es eine wunderbare Artikelserie in dem Guardian, wo die wichtigsten Bauwerke der modernen Zeit beschrieben wurden, ausgewählt und beschrieben wurden, in wissenschaftlichen Aufsätzen. Und da ist Pheno eins dieser 12 wichtigsten Bauwerke der modernen Zeit nach Urteil der Guardian-Journalisten mit aufgenommen worden. Und das zeigt, dass Saadid uns schon geholfen hat, aus dem Image der Grauen Maus ein Stück herauszukommen durch diesen kühnen Entwurf, den wir dann da realisiert haben. Aber es war Ihre Idee? Es war meine Idee. Und ich wurde dann... Und wie sind Sie denn auf die Frau gekommen? Weil sie für jemanden, der sich mit moderner Architektur beschäftigt, schnell irgendwie in den Vordergrund rückt. Ich war in Weil am Rhein bei dem Möbelhersteller Vitra, der 2 Gebäude von ihr in Auftrag gegeben hatte, die Feuerwache und der Pavillon LF1. Und ich stand, weiß ich noch heute, wie ich in der Feuerwache stand, muss ich mal in aller Bescheidenheit sagen, sowas muss es sein, so eine Architektur muss es sein, die zeigt den experimentellen Geist, den wir eben da auch im Inhalt ja bringen wollen. Also hat Wolfsburg Ihnen sehr viel zu verdanken. Ja, ja, also brauchen Sie nichts zu sagen. Sagen wir mal. Gut, Herr Guthardt, die Kosten des Firmen, wer hat die bezahlt? Muss doch sehr teuer gewesen sein. Ja, Sie haben recht, das sieht man schon. Also 80 Millionen sind bisher geflossen, da wird auch noch ein bisschen hinterherkommen. Das ist reinweg eine Investition der Stadt Wolfsburg. Also der Investor ist die Stadt Wolfsburg. Die laufenden Kosten, da kommen wir vielleicht nochmal getrennt drauf, werden auch mit von anderen getragen. Ah ja. Ja, was kann man, jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage zum Inhalt, was kann man eigentlich alles sehen im Pheno? Können Sie da mal ein bisschen was sagen? Ja, sehen und übrigens hören, auch machen. Machen oder selber machen. Ja, selber das heißt machen. Ja auch das Pheno, meine Damen und Herren, das Pheno heißt ja auch die Experimentierlandschaft. Genau, es geht ums Experimentieren. Ja, ja, ja. Es geht, so will ich mal anfangen, um die Welt der Phänomene. Wir geben Einblick in die Welt der Phänomene. Zum Staunen und Ausprobieren, zum Experimentieren und Lernen. Das ist so unser Schlachtruf. Ja, ja, ja. Da muss man sagen, etwa 350 Versuchsstationen, 350 Exponate entführen in die Welt der Naturwissenschaften und der Technik. Ich glaube, wir haben in Pheno die größte Auswahl an Experimenten, die es gibt in Deutschland. Öffentlich zugänglich natürlich, kann ist jeder gemeint, kommen. kann jeder kommen. Und da sind ein paar Charakteristika noch zu erwähnen. Auf der einen Seite, wie wir schon sagten, hands-on, wie die Amerikaner sagen, Hände angelegt, macht was, nicht wie im normalen Museum, bitte respektvollen Abstand halten, sondern man muss was tun, ohne dass man selbst was tut, geschieht da erstmal relativ wenig. Ja. Handeln, Freude am Handeln haben. Das zweite ist, dass, ich sag mal, Physik zum sinnlichen Erlebnis wird. Ja, ja. Das ist was für Auge und Ohr und Fühlsinn und alle Sinne, die man haben kann, die man hat. Und das letzte ganz Wichtige ist das Glück des Aha-Erlebnisses, wie ein Professor mal gesagt hat. Denn es geht ja darum, mit den Phänomenen umzugehen und herauszufinden, wie sie funktionieren. Ja. Und wenn man dann herausgefunden hat, ich habe den Bogen raus, ich weiß, guck mal hier, so geht das, dann ist man natürlich ein Stück stolz und Leute sollen ein Stück Stolz mit aus unserem Haus nehmen. Da hat ja Frank Oppenheimer, einer der Gründerväter oder der Gründerväter dieser Art von Wissenschaftspropedeutikum, mal den schönen Satz gesagt, dass er nicht wollte, dass aus seinem Haus, seinem Pheno sozusagen, jemand geht voll Bewunderung, wie schlau ein anderer war, was man ja hat, wenn die großen Erzeugnisse der Technikgeschichte vorgeführt werden, sondern mit Zutrauen zu sich selbst, dass man selbst auch etwas kann. Und das ist das Gefühl, was wir erzeugen möchten in den Leuten. Wunderbar. Welche Zielgruppen will man ansprechen? Hilfe für Schulen, alle Lehrer, alle Schüler, alle Studenten?
Alle Menschen, Oma und Opa auch? Ja, also alle. Alle. Und zwar ist natürlich unser Kerngeschäft die Nachwuchsförderung. Das ist ja ein gesellschaftliches Problem. Da wollen wir gerne unseren Beitrag dazu leisten, wirtschaftspolitisches Problem. Aber neben der Nachwuchsförderung steht das lebenslange Lernen. Mhm. Beides in Kombination miteinander. Und natürlich wollen wir den Schulen helfen. Das ist ein ganz wichtiges, großes Kapitel. Ich denke, die Formulierung, den Schulen helfen, ist auch richtig. Aber wir wollen eben auch Seniorengruppen, Reisegruppen, Erwachsene, Pärchen interessieren, tun das Gott sei Dank auch. Und wir ruhen nicht eher, als bis wir einen ausgewogenen Querschnitt aller Altersgruppen in unserem Haus erreicht haben. Ah, das ist auch der Fall. Nochmal zum Inhalt. Wollen Sie den Schulen helfen? Ja. Welche Rolle spielt eigentlich die Naturwissenschaft und die Technik? Wie Sie schon sagten, die Naturwissenschaft ist eigentlich sehr, und die Technik ist doch sehr wichtig. Ja, das ist ja unser Thema. Ja, Naturwissenschaft und Technik sind unser Thema. Und die Schulen haben manchmal gar nicht so die Möglichkeit, in ihren Sammlungen oder von der Lehrerausstattung her so in die Vollen zu gehen, wie es notwendig wäre. Und da wollen wir gerne, wie gesagt, einen Beitrag dazu leisten, dass die Schulbildung für die Kinder auch auf dem Gebiet eben Technik, Naturwissenschaften mehr hergibt. Und da haben wir uns ein großes Programm vorgenommen und ziehen das durch. Wir haben also für Lehrer erstmal die einführenden Treffen, das Lehrercafé sogar vormittags, wo wir die Sorgen der Lehrer uns anhören, gucken mit ihnen und diskutieren, welche Erfahrungen sie gemacht haben, wie man das Feno richtig nutzt. Da gehören die Lehrerfortbildungen dazu und last but not least die Lehrerdatenbank, wo sich Lehrer zu Hause angucken können, in welchem Punkt entspricht jetzt ein Exponat im Feno dem Curriculum, dass das einbauen kann in den Unterricht. Also der Service für Lehrer ist da bei uns groß geschrieben. Können alle Lehrer kommen? Ja. Aus ganz Deutschland? Ja. Ja. Auch aus wir haben jetzt sogar in Wolfsburg eine neue Jugendherberge, sodass also, wenn einer von weiter her anreisen will mit seiner Klasse, kein Problem mehr besteht. Alle kommen unter für günstige Preise und dann sind ein paar Tage in Wolfsburg gut angelegte Zeit. Das ist ja großartig. Also können die Engländer kommen? Die Engländer auch? Kommen auch tatsächlich, So, wenn sie es wissen. Genau. Ja, und sie helfen natürlich auch VW ein bisschen, also der Industrie, sagen wir mal, der Autoindustrie und der gesamten Industrie. Also es muss ja was passieren, wenn man immer wieder liest, wie viele Ingenieure fehlen, dann ist das ja ein ganz, ganz drängendes Problem. Und auch Volkswagen hat sicherlich die Aufgabe, aus allen möglichen Landesteilen die Arbeitnehmer hier ranzukarren und gerade die Qualifizierten. Und die Stadt Wolfsburg möchte gerne, dass sie besucht wird als Tourismusdestination, dass aber natürlich Leute da wohnen und nicht nur von Berlin, Hannover und sonst wo jeden Tag einfliegen, wieder rausfahren, sondern dass man da eben seinen Wohnsitz nimmt. Und dazu muss man ein bisschen was tun. Dazu muss eine Stadt eines Weltunternehmens auch mal einen Paukenschlag machen. Und Feno ist so ein Paukenschlag. Wunderbar. Aber was ich noch fragen möchte, weil mich das persönlich interessiert, die Philosophie ist nicht dabei. Also die Verbindung Technik zur Philosophie. Wir werden ab und zu mal und in Zukunft sicherlich auch noch mal verstärkt in dem Format Vortrag zu diesem Gebiet da etwas bringen. Haben das auch schon teilweise getan. Zunächst interessiert uns aber am meisten eben der technische Ablauf, das naturwissenschaftliche Phänomen. Ja. Aber das andere ist nicht ausgeschlossen, keineswegs. Wunderbar. Werden im Feno auch Veranstaltungen durchgeführt? Ja, also das Feno ist nicht einfach nur eine Sammlung von spannenden Experimenten. Das ist unser Kern, klar. Aber drumherum sind also eine Fülle von Aktivitäten zu verzeichnen. Einmal nochmal bei den Schulen jetzt geblieben, also offene Workshops, geleitete Workshops, Vorträge, Wissenschaftsshows. Wir haben ein spanisches Restaurant sogar, ein Bistro, einen Laden. Wir haben auf der anderen Seite aber auch etwas, was zum Beispiel gestern Abend wieder sehr beeindruckend war, Events, sogenannte Events, Firmen-Events, wo Firmen Veranstaltungen machen zur Auszeichnung von Mitarbeitern oder zur Verbesserung der Beziehung zu Kunden. Und dann wird Feno in schönes, farbiges Licht innen getaucht mit guter Beleuchtung. Das gibt nochmal wieder ein ganz anderes Bild ab als im Alltag. Und das ist eine sehr schöne Sache, da kommen Firmen von nah und fern. So schön. Herr Guttert, welche
Welches Ausstellungskonzept verfolgen Sie? Gibt es eine Dauerausstellung und wie wird die organisiert? Ja, in der Tat, Sie haben recht, es ist erstmal eine Dauerausstellung, die wir zeigen zu verschiedenen Bereichen. 350 Exponate eben insgesamt. Und da sind solche Bereiche wie Dynamik, Spiegel, Sehen, Energie, Leben, Spürsinn, Spiel und Bewegung im Augenblick, das sind so die Überschriften. Und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zu viele Exponate wegnehmen, weil Leute sonst nämlich kommen und sagen, wo haben Sie denn mein Lieblingsexponat hingestellt? Ja. Jetzt komme ich hier mal mit Besuch und möchte meinen Besuch, meine Lieblingsstücke zeigen, da sind sie nicht da. Also da muss man froh sein. Trotzdem möchten wir natürlich immer wieder was Neues bieten. Und machen zweimal im Jahr große Sonderausstellungen und noch dazu mehrere kleine Sonderausstellungen, sodass wir also immer wieder im Gespräch sind, immer wieder bei den Medien einen Grund bieten, über uns zu berichten. Ja, ja. Und von daher ist das eine sehr lebendige Sache. Ja. Wir sind da, glaube ich, gehören zu denjenigen in Europa, weltweit, die wohl das meiste Programm pro Jahr da bieten. Und das, denken wir, sind wir unserer Bevölkerung rund um Wolfsburg und Hannover schuldig. Hannover auch, ja. Ja, vielleicht müsste dann alles größer werden. Sie können ja nicht immer, das war ja auch gut, was Sie als in der Vergangenheit, sagen wir mal, vor einem Jahr gezeigt haben, ist ja nicht, wenn Sie es nicht mehr zeigen, schlechter geworden, sondern ist ja genauso aktuell wie genauso heute. Aktuell und macht genauso einen Spaß. Also wir stehen gerade vor der Situation, ja. Ehrlich gesagt, jetzt drängen weitere Exponate nach. Ja. Jetzt gibt es einen Stau irgendwie, ja, nicht? Irgendwie. Und wie gehen wir jetzt damit um? Das ist noch... ist das Gebäude zu klein geworden wieder? Ja, genau. Muss in die Stadtväter noch mal in die Tasche greifen. Ja, Herr Grote, wie viele Menschen arbeiten im Fehne und welche Qualifikation müssen diese Menschen haben? Ich hätte es am Anfang nicht geglaubt, aber muss es jetzt zugeben, wir brauchen ganz dringend unsere 62 Vollzeitäquivalente, also auf Vollzeit umgerechnete Stellen. Köpfe haben wir sogar wesentlich mehr, da sind es 110. Aber viele, die eben auf der Ausstellungsfläche arbeiten und nur mit ganz wenigen Stunden da tätig sind, 10 Stunden, manchmal 15 Stunden, 5 Stunden, deshalb kommt die hohe Kopfzahl zustande. Ja. Aber umgerechnet auf Vollzeitstellen, wie gesagt, 62. Von diesen 62 sind zwei Drittel, also 40 etwa, im direkten Publikumskontakt tätig. Also uns bemüht, den Wasserkopf sozusagen klein zu halten. Der muss aber sein, weil eben wir Leute für die Kommunikation, fürs Marketing brauchen. Wir brauchen natürlich wissenschaftliche Mitarbeiter für die Inhalte. Wir brauchen auch Leute, die das Geld gut verwalten. Also das muss schon sein. Deshalb kommen da nochmal Stellen dazu. Und ich denke, weniger darf es aber auch nicht sein. Also es nicht das Thema heißt nicht Arbeitsplätze schaffen. Doch, wir haben also Arbeitsplätze, 62 aber mehr Arbeitsplätze. Können Sie nicht, wenn uns die Möglichkeiten dazu gegeben werden, denken wir da gerne drüber nach. Also es wäre schon möglich. Es wäre schon möglich, klar, natürlich. Also Arbeit ist genug da. Ja, oder? Arbeit ist weiß Gott genug da. Ja, weiß Gott, ja. Und wer stört? Wer stört das, dass Sie mir einstellen dürfen? Die eigene Einschätzung der Situation. Wir gehen nicht davon aus, dass wir nun ständig und immer einfach Geldquellen haben, die automatisch fließen. Wir werden ja unterstützt von Volkswagen, Sparkasse und anderen. Stadt Wolfsburg, es kann sich ja durchaus, wer länger Zeit in Wolfsburg tätig war, weiß das von eigener Anschauung her, auch mal wieder harte Zeiten ergeben, wo uns gesagt wird, gibt es im Augenblick keine Zuschüsse. Ja, ich wollte da kann man sich sicherlich auch nicht zu sehr mit Personal verausgaben. Ja, ich wollte Sie fragen, wie finanziert sich das Fehne und was hat die Stadt Wolfsburg davon? Die muss da was davon haben. Das FENO finanziert sich aus 45% eigenen, selbst erwirtschafteten Einnahmen. Das ist eine hohe Quote für ein Museum allemal. Das heißt? 45% kommen von Eintritten, ja, von Gastronomie, vom Shop und von den Dingen, die wir verkaufen. Also von den Besuchern? Von den Besuchern. Von den Besuchern, die kommen? Genau, von den Besuchern. 31% sind Zuwendungen privater Unternehmen. Und 25% steuert die Stadt Wolfsburg bei. Was hat die Stadt Wolfsburg davon? Was hat sie da nun davon? Sie hat sich weltweit in unzähligen Zeitungsartikeln dank dieser dynamischen Architektin wiedergefunden. Im Fernsehen, in vielen Ländern Europas und der Welt. Deutschland natürlich an erster Stelle.
Wir haben immer wieder höchst ehrenvolle Artikel bekommen, wo auch kritische Journalisten sich das angeguckt haben und nachher ganz begeistert geschrieben haben. Also Pheno ist ein Imagefaktor. Wir haben jetzt 6 Jahre Betrieb hinter uns und können sagen, 6 Jahre positive Nachrichten auf dem Gebiet, jedenfalls in, aus Wolfsburg. Pheno ist auch ein Wirtschaftsfaktor, denn im Jahr werden etwa mit den Pheno-Besuchern in Wolfsburg gut 7 Millionen Euro umgesetzt. Also das, was man im Pheno kaufen kann und eine Mahlzeit und der Eintritt, aber eben auch, wenn man dann in die Stadt geht, mal einen Tag bleibt, Hotelübernachtung, Taxifahrten, all diese Dinge. Also von daher bietet Pheno nicht nur diesen Imagewert, sondern auch ganz konkret Geld. Das Wichtigste aber ist, ich glaube, in der heutigen Zeit wird das jeder bestätigen, dass Pheno eine Bildungseinrichtung ist, Bildung mit Spaß, hinführen zur Bildung, Freude an der Bildung machen, am Lernen. Und das ist ein Gut, was wir gerade unseren jungen Menschen ja unbedingt weitergeben müssen. Ja, unbedingt, unbedingt. Jedes Land lebt von der Bildung. Von der Bildung. Jeder Staat lebt von der Bildung, die er den Menschen so gibt, ist das, geben kann. Ja, was ist aktuell, was wird aktuell angeboten und was ist in Vorbereitung? Wir haben eine Sonderausstellung noch laufen, eine der beiden großen Sonderausstellungen, Spiel und Bewegung heißt die. Da geht es mal zur Abwechslung nicht ganz so schwer in die Naturwissenschaften hinein. Es geht mehr um Bewegungsmangel überwinden, Geschicklichkeit, Körperbeherrschung, Freude am eigenen Körper zu haben. Eine toll angenommene Ausstellung, also sie ist immer überfüllt. Aber im Augenblick sind die Schulen nachmittags schon meistens dann wieder nach Hause gefahren. Da könnte ich also gerne noch unsere Zuschauer hier einladen, zu kommen. Spiel und Bewegung, eine ganz tolle Ausstellung. Dazu eine großartige Vortragsreihe der Akademien zu Braunschweig und Göttingen, der wissenschaftlichen Akademien, die schon bei uns viele schöne Vorträge organisiert haben. Und diesmal eben zu den Begriffen Spiel, Bewegung, Bewegung sogar, um mal ganz ein Beispiel herauszugreifen, wie haben sich Dinosaurier früher eigentlich vorwärts bewegt. Der Leiter des Naturhistorischen Museums in Braunschweig einen Vortrag halten. Und dann bereiten wir uns vor, hinter den Kulissen allemal, für die nächste große Sonderausstellung, die ist dann zu eröffnen am 9. Dezember, ab 10. Dezember für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Ausstellung läuft unter dem Begriff Kugelbahnen. Alles, was rollt und kugelt. Das ist auch gut. Ja, nun, vielleicht sollte man an diesem Zusammenhang auch an die Universität Hannover denken. Gibt es da Zusammenarbeit zwischen Hannover und dem Pheno, also der Uni Hannover? Wir haben keine richtige formalisierte, im Kooperationsvertrag niedergelegte Zusammenarbeit noch nicht, aber das ist sicherlich einer der nächsten Schritte, auf die Uni zuzugehen und zu sagen, wo können wir da was gemeinsam machen. Also meine Damen und Herren, Sie sind alle eingeladen, ins Pheno zu kommen, nach Wolfsburg. Wie sprechen Sie die Kinder an? Im Internet oder wie machen Sie das? Ganze Bandbreite im Internet. Wir sind sogar im Facebook und wir haben natürlich aber auch die konventionellen Methoden der Flyer, der Pressekonferenzen. Eine Sendung wie diese hier wird sicherlich auch dazu beitragen. Vielen Dank. Und so bemühen wir uns also ständig irgendwie in der Presse, im Fernsehen, im Internet was Neues zu bieten und neue Anreize zu schaffen, zu uns zu kommen. Ich möchte doch mal zurückkommen zu der Frau Zaha. Hadid? Zahib. Hadid. Hadid, genau. Zaha Hadid. Das ist ja eine, ist das eine Türkin oder? Nein, eine Irakerin. Eine Irakerin. Der Vater war im Irak ein herausragender Geschäftsmann und Oppositionspolitiker. Sie ist dann früh gegangen, hat zunächst Mathematik studiert und dann in der Londoner avantgardistischen Architekturfakultät hat sie Architektur studiert, war mit Rem Koolhaas, wer sich für Architektur interessiert, fest den Namen einzuschätzen, tätig, hat sich dann selbstständig gemacht, wie gesagt, hat erste Preise gewonnen und hat mit unserem Projekt dann den Durchbruch erzielt. Sie hat dann nach uns ein Werk vollendet, was schon vor uns begonnen hatte, nämlich das Museum für Gegenwartskunst in Rom. Mitten im alten Rom sozusagen steht das ultramoderne Gebäude. Hat natürlich unter den Römern erstmal ordentlich für Aufruhr gesorgt. Wir wissen alle, wenn wir nach Innsbruck fahren und über Innsbruck hinaus nach Italien, da sieht man so eine Skischanze, ganz rasante, dynamische Form, das stammt aus ihrer Feder. Mittlerweile 2 Bergbahnstationen darauf, oberhalb von Innsbruck.
Also die Frau hatte etwa 10 Mitarbeiter, als ich sie kennenlernte im Jahr 2000. Und die Mitarbeiterzahl liegt jetzt bei 300, also eins der wirklich jetzt mittlerweile anerkannten Büros weltweit. Und sie fällt halt immer wieder durch ihre rasanten Formen auf, durch ihre mutigen Formen. Und vielleicht ein kleines Zitat zum Schmunzeln von ihr. Sie sagt immer, es gibt 360 Grad. Warum verwenden wir beim Bauen immer nur ein Grad, 90 Grad? Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, aber das muss dann auch berechnet werden. Und das kann das sie muss ja, berechnet Mathematik werden. Studiert hat. Und vielleicht, aber da gibt es natürlich Spezialingenieure, das macht sie ja nicht selber. Ach so, macht sie ja nicht. Aber die Idee ist von ihr. Und das die muss Ideen sind von ihr, ganz klar. Das ist erstaunlich. Mhm. Und da sind Sie auf Sie gekommen, weil... Wir haben, wie gesagt, uns überlegt, wen damals im Architektenwettbewerb, den wir angeschränkt haben, wen würden wir gerne haben. Das waren 7 Architekten, die wir ausgesucht hatten und die wir gebeten hatten, doch an dem Wettbewerb teilzunehmen. Das war dann nannte sich ein begrenzt offener Realisierungswettbewerb, also begrenzt offen 7 Architekten, die wir gebeten hatten, und die anderen haben sich frei beworben. Da gab es Kriterien, wer die Kriterien erfüllte, wurde dann in die engere Wahl aufgenommen. Und so haben wir also alle möglichen Entwürfe gehabt. Und der Entwurf von Saadid erschien der Jury eben auszeichnungswürdig, weil sie eben ein Fantasiegebäude schon entwickelt hatte im ersten Angang, das zu diesem Thema Forschen, Entdecken, Spannung, Spaß bestens passte. Und weil auch das Innere übrigens zu unserem Inhalt passte, nämlich im Inneren haben wir keine sukzessive Abfolge von Räumen, sondern lassen den Leuten freien Lauf auf einer Landschaft eben, in der künstlichen Topografie mit Hügeln und Tälern und Kratern. Eine ganz spannende, vom Raumgefühl her schon spannende Sache. Na ja. Aber es passt eben zu dieser freien, offenen Herangehensweise an Naturwissenschaften und Technik aus dem eigenen Impetus heraus. Wir wollen nicht, dass die Leute einen Weg absolvieren, den wir ihnen vorgeschrieben haben, sondern sollen ihren eigenen Weg herausfinden. Das schien dieser Entwurf alles ideal zu beinhalten. Und so ein bisschen, wie gesagt, hat die Stadt auch danach geliebäugelt mit einer berühmten Persönlichkeit, auch noch mal ein bisschen Furore zu machen. Nein, das ist ja schön, was ihr da gemacht habt, das ist großartig. Zur Nachahmung empfohlen, aber wenn es viele machen, das ist auch wieder nicht gut. Ja, genau. Ja. Also, meine Damen und Herren, kommen Sie ins Fenor, gehen Sie ins Fenor und vor allen Dingen, ja, die Kinder, also wie viele Kinder kommen denn? Wir hatten im letzten Jahr knapp 60.000 Kinder in Schulklassenformation. 60.000. Darüber hinaus haben wir aber von unseren 240.000, 250.000 Besuchern, die wir im Jahr haben, die Hälfte Kinder und Jugendliche, also 130.000, die nochmal auch von den Eltern her und mit den Großeltern kommen. Also ist schon eine Einrichtung. Es hat sich schon rumgesprochen. Es hat sich schon rumgesprochen, aber wir haben noch ein weites Feld zu beackern. Aber wegen der Finanzierung sagten Sie, Sie sind darauf angewiesen, dass viele kommen. Ja, wir sind darauf angewiesen, dass viele kommen. Ich muss mal sagen, wir haben Eintrittspreise, die auch nicht so niedrig sind. Und woanders in der Umgebung gibt es immer wieder viel Angebote, die umsonst dann gemacht werden. Mhm. Also wir brauchen schon unsere eigenen Einnahmen, ganz wichtig. Ja, ja, also dann, Herr Guter, dann können wir beide jetzt an unsere Zuschauer appellieren, dass sie auch das weitergeben, weiter sagen, meine Damen und Herren, sagen Sie weiter, Fenor ist für die Kinder wichtig, aber auch für alle Menschen. Für alle. Herr Dr. Guter, ich bedanke mich für das Gespräch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen.